Ja, hi. Es meldet sich mal wieder der Preußensonder zu Wort. Ich war heute mit meinem Preußenkumpel Sonic sondeln. Und wie unschwer zu erkennen ist, haben wir auch den einen oder anderen Fund gemacht. Meine Seite ist etwas übersichtlicher, das hat aber nichts mit der Qualität zu tun. Wir gehen erstmal auf Sonic seine Seite. Der hat als erstes diese wirklich extrem geile Gasmaske gefunden, wo wir uns eigentlich nicht ja, hundertprozentig einig sind, ob das jetzt Wehrmacht ist. Oder sind wir uns Ich da weiß es einig? nicht, hier sind Stempel drauf, aber man kann. Wir wissen es nicht genau. Und ich meine, wenn das von euch einfach jemand schneller wäre, wären wir da durchaus dankbar, wenn wir dann einen Tipp kriegen würden. Fakt ist, dass der eigentliche Filter fehlt. Und zeig mal, ich will mal so einen Stempel hier. Ja. Welche, war das der besser? Ich glaube, nee, ich glaube auf der anderen Seite, der sah besser aus. Vielleicht kann man daran dann irgendwas erkennen. Ja, der ist ein bisschen besser, genau. Sag ich ja. Kann man überhaupt was erkennen? Oh, das wird schwierig. Ich meine, wenn man sich es eine Weile anschaut, kann man schon die Da ist Zahlen einfach erkennen. nur eine Nummer drauf. Das ist eine Nummer, ne? Da ist aber kein Buchstabe. Aber Okay. auch kein Datum. Alles klar, also diese Maske, also ich persönlich finde die schon ziemlich cool. Die Patronenhülsen, da ist jetzt erstmal, denkt man, nichts Besonderes bei, aber als Sonic und Icke unsere Patronenhülsen verglichen haben, ist uns eigentlich einfach mal aufgefallen, dass wir Hülsen bei haben. Sonic, wo sind meine? Warum hast du mir die meine weggenommen? Ich hatte auch welche geschwört. Na hier. Ach, danke, es ist nett. Ich hatte aber auch bestimmt 10. Nee, ist egal. Nein, uns ist einfach aufgefallen, dass wir von dieser Sorte einige Hülsen, wir haben natürlich mehr Hülsen noch gefunden, gefunden hatten. Also, ich hatte sie noch nie gefunden und Sonic meinte auch, dass er sie noch nie gefunden hatte. Normalerweise findet man ja die vom K98 und das ist ja die normale Pistolenmunition, die auch von der MP40 zum Beispiel verschossen wurde. Und das ist diese sogenannte Zwischenpatrone, glaube ich, heißt sie. Und die wurde vom Sturmgewehr 44, das Magazin könnte man vielleicht, vom Sturmgewehr 44 wurde diese sogenannte Zwischenpatrone verschossen, die genau sich dann in diesem Magazin befand. Also das Magazin ist nun wahrlich keine Zierde einer jeden Sammlung, aber man erkennt halt gerade noch so, dass das ein Magazin war und definitiv vom Sturmgewehr 44. Oder Volkssturm, wie wir rausgekriegt haben, ne? Ja, Das weiß ich Volkssturm, nicht mehr, wie das hieß. Volkssturmgewehr, irgendwas. Volkssturm, Maschinen, Pistole, Gewehr hatte im Prinzip das gleiche Magazin und die auch die gleiche, ja, Zwischenpatrone halt. Ich glaube, das heißt Zwischenpatrone. Genau, weiß ich auch das nicht mal so. Okay. Der nächste coole Fund von Sonic ist einfach mal dieses Schweizer Taschenmesser. Wie ich erfahren habe, ist das nicht das erste. Wie viel hast du da schon gefunden von dem Das ist das Messer? zweite. Ach, das zweite, na immerhin, ja. Das werde ich auch wieder fit machen mit WD-40. Aber Und soweit ich mich erinnern kann, das ist jetzt nicht das ganz einfache. Ich glaube, das ist so um die 20, 25, ich glaube 25 Euro kostet das, oder? Circa. So, dann, ja. 50 Cent, das ist ganz hervorragend, aber, und jetzt, was denn? also ich persönlich, mein persönlicher Favorit von Sonic ist dieser Fund. Dann Genau. legt das mal hier hin. Ja, leg mal hin, genau, weil das hat gerade so doof reflektiert. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was das ist. Ich muss mal ganz kurz über die Kamera streichen, weil irgendwie scheint mir das hier ein bisschen. So. Sonic, ich glaube, du musst hier mit der Lampe was machen. Ich erkenne ja nichts. Also, genau. Ja, genau, richtig. So süß. Und da sieht man sie ganz genau. Eine halbe Mark. Jetzt drehen wir um. Eine halbe Mark. Und zwar von der Preußenzeit, ne? Ist das? Ja, 1905. 1905. Das dürfte ja die Preußenzeit sein. Dann, was waren das? Ach, Also, das sind doch Sonic, du fünf, musstet wie, fünf Renten- oder Pfennig. Reichspfennig oder so was waren das, Nee, ne? das ist auch aus der Preußenzeit nur 5 Pfennig. Also, ohne Sterns, Tollet, irgendwie. Kann man nicht mehr richtig erkennen. Und das ist auch nochmal dasselbe, kann man auch nicht mehr erkennen. Dann haben wir Genau. hier noch einen Knapp gefunden.
Und Richtig, dann habe ich die und gefunden. genau den gleichen. Den hat er Dann habe gleich. ich auch gleich was abgearbeitet von mir. Die neuen gleichen habe ich auch gefunden. Meiner sieht besser aus, aber das ist egal. Nee, Ja. in dem Fall ist jetzt Quatsch gewesen. Ist wirklich egal. Der Löffel, Den der Löffel. ist auch sehr interessant. Und den haben wir auf einem, ja, wir wissen es nicht ganz genau, aber könnte eine ehemalige Kaserne der Wehrmacht gewesen sein, die dann später von der NVA genutzt wurde. Und da hat Sonic diesen Löffel gefunden. Ist jetzt in dem Sinne kein Armeelöffel, ja, aber der ist eben dann schon so ein bisschen verziert, wie man hier jetzt sehen kann. Scheint vorwiegend aus Kupfer zu bestehen. Ja, ist Grünspan drauf und ja, irgendwas steht da unten auch drauf. Also, es ist definitiv kein Armeelöffel, muss er ja auch nicht sein. Löffel findet man ja eh am meisten in den Wäldern. Und ja, ist auch irgendwo ein cooler Fund. Sonic, haben wir was vergessen? Auf deiner Seite eigentlich nicht, ne? Oder? Nee, das war's. Nee, okay. So, bei mir ist, ja, gleicht sich natürlich ein bisschen, das sind die K98 Patronen, die Zwischenpatronen, klar. Dann, das ist diese normale Pistolenmunition und MP40-Munition und das ist halt ein kleineres Kaliber. Da weiß ich jetzt nur nicht, zu welcher Waffe diese kleineren Hülsen gehören, aber halt auch zu irgendeiner Wehrmachtswaffe. So, mein erster Wertungsfund. Die Lampe? Vielleicht kann man das dann. Genau, das war im Prinzip das Teil. Außen ist das schon ziemlich angenagt, wie man sieht. Und da stand drauf, also ich weiß nicht mehr, was drauf stand. Weißt du das noch? Verein? Warte, ich muss noch mal kurz Ich lesen. meine, Fakt ist, das Abzeichen ist schon ganz schön fertig. Das ist Die jetzt. Heimatwanderer e.V. Die Heimatwanderer. Und da nehmen wir ganz fest an, es steht nämlich kein Datum drauf, aber irgendwie hört sich das so an und auch, ja, ich will ja nicht sagen, dass es ein Hakenkreuz ist, weil das ist es definitiv nicht, aber irgendwie sieht es so ein bisschen so aus. Das könnte aus dem Dritten Reich sein, muss es nicht, das könnte auch noch älter sein. Der nächste Fund war, ja, war quasi gleich dieses. Und darüber habe ich mich im Übrigen sehr gefreut. Einfach auch, weil Sonic gerade für mich eine Entdeckung gemacht hat, die wir vorher nicht gesehen hatten. Das ist, was stand da oben? Warte mal. Bann Berlin Oben stand Bann Berlin, genau. und unten steht Finkenkrug. Und unter diesem, ja, Button, Arbeiter, der da eine Fahne trägt, steht Mai. Maifeier. Maifeier 1933. Und 1933 wissen wir ja alle, also das wissen wir Ey, da ist natürlich. sogar noch ein zweites Hakenkreuz Ehrlich? auf der Wo? Armbinde. Ein ganz kleines. Ehrlich? Wie siehst denn du das? Ich hab Röntgenaugen. Siehst Sonic, du das? Da auf der Armbinde. Und ich sehe mal gar nichts. Also ich bin völlig blind mit doch, meinen jetzt kann man es ein 20 bisschen. Jahren. Also erstmal, was ich zuerst zeigen wollte und was wir gerade entdeckt hatten, war das Hakenkreuz überhaupt. Erstmal das Größere. Ich lege das mal Ja, lieber leg mal hin. hin. Aber das müsstest du so ein bisschen anstrahlen. Ich glaube, so direkt sieht man. Nee, man sieht es einfach nicht. Ne, das muss so von der Seite kommen, so ein Ja, bisschen. aber. Okay. Du hast da ein Hakenkreuz gesehen? Ich habe nicht gesehen. Was ist denn, wenn man die Lupe da runterhält? Funktioniert nicht. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Leuchtet das mal so ein bisschen von der Seite an. Und dann müsste man das. Ja, genau. Von der Seite ist immer gut. Stücke höher halten. Bitte. Da, wenn wir da irgendeinen Schatten hinkriegen würden, da wäre das Hakenkreuz auf jeden Fall zu erkennen. Ja, man sieht es schlecht. Na, okay. Ja, aber da ist halt das Hakenkreuz. Vertraut uns einfach. Und auf der Armbinde des Fahnenträgers ist sicherlich auch noch eins. Was stand hier ganz unten? Hier unten steht nämlich auf diesen schrägen. Da steht Maifeier 1939 und dann Finkenkrug. Also 1933. Und dann steht Finkenkrug noch drauf. Also das ist definitiv auch eine Symbolik, ein Symbol vom Dritten Reich. Das Erstaunliche an diesem Abzeichen ist, wir haben bestimmt 20 Minuten nach diesem Abzeichen im Internet gesucht und haben es nicht gefunden. Das kann jetzt natürlich mehrere bedeuten, dass es vielleicht sehr selten ist und wir quasi reich sind. Nein, das glaube ich eher nicht, aber wir denken schon, dass es selten ist, sonst hätte man das ja sicherlich im Internet gefunden, weil wir haben genau diese Worte eingegeben.
Ja, das waren meine zwei interessantesten Funde. Und dann von der Wertung her, der drittbeste Fund ist diese Teil. Da haben wir auch eine ganze Weile gebraucht, rauszubekommen, was das überhaupt ist. Ja, aber das sieht man super. Ne? Oben ist, es wird Glas sein. Ja klar, natürlich, ein Diamant ist es garantiert nicht. Es ist ein blauer Glasstein. Und es ist auch anzunehmen, dass das silberne Metall unter dem Stein, dass das Silber ist. Weil poliert oder sauber gemacht haben wir es nicht. Es wurde genau so aus der Erde geholt. Und dann haben wir uns das eine ganze Weile angeguckt und überlegt, was das sein könnte. Und dann sieht man aber, weil hier unten ist ja schon so eine hölzerne Struktur. Und man, also ich mache es kurz, das ist ein Bleistift. Und man hat dann auch noch die Mine gesehen, da sieht das so ein bisschen in der Mitte glitzern. Und jetzt ist das Holz noch, steckt das noch in dieser Abschusskappe drin. Ja, das weiß ich nicht, das sollte eine Verschönerungsendkappe für den Bleistift sein. Ne? Also, das würde Sinn machen. Aber sobald das natürlich abtrocknet, das Holz und so weiter, wird das rausfallen. Also, das ist meine Theorie. So, das waren jetzt eigentlich meine besten Funde. Ich habe dann halt noch so eine 5 Renten- oder Reichspfennig gefunden. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine schlecht erhaltene in dieser Art gefunden. Dann müsste das ein Knopf der Wehrmacht sein. Das ist jetzt alles nicht so berauschend. Ja, und da habe ich mich jetzt einfach auch entschlossen, das zu zeigen. Einfach, das scheint Blei zu sein. Und Blei ergibt bei den Detektoren auch ein super Signal. Und das war auch in dem Fall so. Und das ist halt keine glatte Oberfläche. Die Oberfläche ist eher, ja, weiß ich nicht, hügelig, was weiß icke. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man im Wald ist, man will ja permanent coole Funde finden. Das ist einfach so, ist ja auch ganz logisch. Und wenn man dann sowas findet, wo wir jetzt zum Beispiel wissen, dass das einfach gar nichts ist, das ist einfach ein Stück geschmolzenes Bleibatzenteil. Aber wenn du im Wald bist, so mit der Kopflampe und so weiter, es ist sagenhaft, wie die Fantasie einem einen Strich durch die Rechnung macht und was man alles auf so einem komischen Objekt sieht. Also ich habe bei diesem Teil, ich habe da die unglaublichsten Tiere entdeckt und aber ich kannte dieses Problem eben schon von früheren Grabungen und Funden dieser Art, dass wenn man dann nach Hause kommt, ach so, hier erinnere ich mich doch, Sonic, da hast du zwei Titten gesehen. Das waren deine Worte, es tut mir leid. Ich sehe es im Übrigen nämlich auch. Und wenn man dann zu Hause mal ganz locker bleibt und so runterfährt, dann merkt man erstmal, dass man einfach nur ein Stück Dreck zu Hause hat, wenn man ehrlich ist. Okay. Also, es war ein wunderschöner Sonntag. Die Sonne hat geschienen mit Sonic. Hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Der ja auch einen Kanal hat, Sonic's World of Adventure. Und falls ihr Interesse habt, könnt ihr da ja mal reinschauen. Alles klar? Bis zum nächsten Fund. Nee, das habe ich nicht gesagt. Dann bis zum nächsten Mal wieder. Es grüßt euch der Preußensonder, ja? Macht's gut, ciao.